Sehr sowjetisch, finnischer Winterkrieg beginnt jetzt und wir starten die nächste Mission. Spezialisierungspunkte haben wir ja schon. Und ja, würde sagen, wir legen los. Die Ladezeit nicht so beschissen lang. Ich stehe da im Moment. Manchmal geht das ruckzuck und dann 10 Stunden. So, wunderbar. So, da Finnland all unsere Forderungen nach einer Pufferzone nördlich von Leningrad abgewiesen hat, ist die Rote Armee in Karelien eingefallen, die Angelegenheit gewaltsam aus der Welt zu schaffen. Unser erstes Einsatzziel lautet, schnell in Richtung Mannheimer Linie vorzustoßen, wo mit dem Hauptverteidigung, wo mit der Hauptverteidigungsstellung des Feindes zu rechnen ist. Okay, sobald wir nahe der Mannheimer Linie in Stellung gegangen sind, können wir mit unseren Vorbereitungen für einen baldigen groß angelegten Durchbruchsversuch beginnen. Die wurden der Vorhut zugeteilt, die sich aus Teilen der 7. Armee zusammensetzt und müssen das Gebiet schnell sichern, bevor der Hauptteil unserer Streitmacht eintrifft. Direkt vor uns rechnen wir nur mit vergleichsweise geringen finnischer Gegenwehr, da die Truppen dort vermutlich nur den Befehl haben, unseren Vorstoß zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen, um die Hauptverteidigungslinie stärken zu können. Warten Sie doch auf, dass die Speerspitze nicht Flankenangriffen zum Opfer fallen. Unsere Streitkräfte sind dem Feind in jeglicher Hinsicht überlegen. Wir können mehr Infanterie, Panzergeschütze, Flugzeuge in die Schlacht werfen. Die Finnen hingegen verfügen über einige gepanzerte Fahrzeuge und auch Artillerien sowie Flugzeuge stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Aus diesem Grund erwartet man in Moskau, dass diese Operation bereits in wenigen Wochen abgeschlossen ist. Da wir jedoch nicht wissen, wie sich die Kampfmoral den finnischen Reihen bestellt ist, sollten wir den Feind nicht unterschätzen. Erobern Sie innerhalb von 12 Runden zwei vordere Ziele. Oh, die Karte ist richtig. Was grobt irgendwie, aber irgendwie wieder nicht, weil alles total offen. Aber das. Was soll ich denn? Ich war echt mal neugierig. Erobern Sie alle primären Ziele. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen gemütlich, aber das wird sicher heftig. Ja. So, schalten Sie zwei feindliche Lufteinheiten aus. Okay. Thema Lufteinheiten fangen wir mal gerade an aufzustellen. Mal so. Würde sagen, dann bleiben wir hier dabei, weil kann ich denn überall meine Truppen aufstellen? Ja, okay. So. Du hier hin, zwei Jäger, passt. Aber ich kann keine Bombe aufstellen. Nee. Na gut, dann stelle ich halt nur zwei Jäger auf. Bringt nichts bei der Bombe, dann soll bleiben. Dann mache ich Folgendes. Dann kaufe ich mir noch einen weiteren Aufklärer. Dann habe ich zwei Aufklärer. So. Infanterieeinheiten, denke ich, sollten wir hier schon mal angehen. Jetzt auf 8.
Einmal. So, du hier hin. Kavallerie. Artillerie, Tier mit. Artillerie, Tier mit. Tier mit. Tier mit. So, wunderbar. Dann Panzer. So, die BT-7A sind Artillerie. Ja. Wir mischen. Und BT-7A. Sehr schön. So, dann noch 5 Punkte. Ich könnte mir jetzt noch den Panzer aufstellen. Ich will mal noch kurz was gucken. Warte, bei Truppen. Bei Abwehr, nee. Bergfuchs. Strategische Bomber, was brauchen wir? Auch 3. Ja, was Luftwaffe angeht, bin ich echt total. Was ist denn das hier? Was hat. C. Dem hier vergleiche. Er ist da besser. So, wunderbar. Dann let's go. So, jetzt muss ich mir das nochmal an das hier erobern. Sie alle Primär Ziel. 2 vorderen Sekundärziele und alle Primär Ziele. Das ist 2. Okay, also Hauptaugenmerk mal erstmal auf vorderen Linien. Dann wollen wir mal. Den Panzer? Ach, ich hab noch einen Panzer, okay. BTC. So, die Artillerie schon hier hin. Avalon. Das ist auch was. 2-1. Oh ja, die Bewegung ist hier traumhaft. Okay, das können wir schon mal machen. Du kommst hier unten lang. Jäger hier hin. Jäger hier drauf. Schenkt sich leider nicht viel. So. Ja. 1, 1, 1, 1. Nee. Lass wir ihn angreifen, wenn er was machen will. Ja, er soll angreifen. Okay, KI macht nichts. Mir wirklich gerade eine verpasst. Ah, ah, toll. Rechnung nicht gestimmt. Gut, Aufklärer kriegst du den Blatt. Ja. So, wir rücken hier weiter vor. Passt. Wir rücken hier weiter vor. Wunderbar. Artillerie. Okay, du jetzt hier drauf. War das?
Nein. Ah, der geht direkt vor die Kavallerie. Sehr schön. Gut. Dann passt. So, weiter geht's. Ich habe mir gerade eine Frage, wo ist hier der feindliche Flugplatz? Da oben. Ah, die können evakuieren, wie es aussieht. Ja. Okay, gut. Ne, dann geht das. Der hält mich jetzt hier echt auf, ne? Oh shit, ne Flak. So. Ah, ich hätte können die Uhr danach stellen, dass da was steht. Okay, lassen wir es erstmal so. Nee, 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 da machen wir nichts. Nur zwei Schaden, das ist okay. Der ist mit der Artillerie abgehauen, ne? Ja, ja. So, dann. Geh drauf. Hier lang. Ja, du hier lang. Lehrer. So, Jäger. Ja, das wird nicht einfach mit den Flugzeugen, wie es aussieht, weil ich nicht wohl so einfach zeigen. Artillerie. Mit dir gehe ich jetzt auch erstmal zurück. Ich weiß halt nicht, ob ich die da jetzt rauslocken kann oder so. Ja. Boah. Psst. So. Kavallerie. Oh, ist das eine Scheißbewegung hier zum Kotzen. Problem ist halt Luftwaffe, ne? Wenn die müsste halt hier runter, weil sonst kriege ich da Probleme mit der Reichweite, weil da oben kann ich mit der Luftwaffe viel anfangen. Wirklich. Toll, jetzt hat eine neue Einheit darin gestellt. Lufteinheiten, einsatzbereit. Eine zusätzliche Lufteinheit ist kampfbereit, um ihren Vorstoß zu unterstützen. Ein Jäger aufstellen. Was eigentlich machen, ne?
uns momentan die der beste 10. Jetzt aus. So. Okay, du hier drauf. Hier hin. Hier hin. Ja, wo ist die gegnerische Luftwaffe? Stellen die jetzt mal wieder auf. Ach, ich kann immer nur einen rausnehmen. Na gut. Okay. Jo, würde sagen, das war ganz gut jetzt hier. Jetzt muss ich gucken, wie ich diese Luftwaffe da rauslocken kann. Das ist, war keine Ahnung. Ich hoffe, dass die jetzt irgendwann mal kommen, weil ich sehe sie nirgendwo. Ja, es geht da hier wieder rein. Das ist das gleiche Affentheater. Ah, endlich. Okay. Machen wir das, wir schwächen den. Auf. Hier mal hin. So. Das war gut. Ja, das war richtig gut. Hier hin. Hier hin. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir es. Ja. Hier sind wir auch gleich durch. Ja, das Problem ist halt jetzt diese verdammte Luftwaffe. Komm mal. Ah, natürlich macht er mir einen Schaden. Na ja, klar. Jetzt haut er wieder ab. Och komm, ey, ich habe jetzt echt keinen Bock auf so eine Scheiße, ey. Das ist jetzt echt ein Witz. Oh, der kann sich da nicht entladen. Oh Gott, ist nicht dein Ernst. Kavallerie kann kein 2 Meter fahren. Das ist echt ein Albtraum, echt.
Ja, es ist echt ein Albtraum. Hier wieder Luft läuft. So. Natürlich läuft er wieder 10 Kilometer jetzt weiter. So, da ist nichts, da ist nichts. So, komm. Vorgeschobene Landepiste. Ach, danke. Unsere Lodizianer haben für eine zusätzliche Landepiste gesorgt, damit wir trotz der schwachen Infrastruktur in der Region weiterhin Lufteinsätze fliegen können. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir erstmal. Scheiß. Irgendwie spurlos verschwunden. Gut, dann setze ich dich jetzt erstmal wieder hier rein. Ja, ist wieder weg. Wir rücken hier vor. Und es sind jetzt die Straßen hier ein bisschen besser. So, du hier rein. Da ist jetzt auch noch einer drin, ja, schön. Gut, das hätten wir auch. Ah, je, oh je. Okay, Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann geht es weiter. Bis dann und ciao.